Hallo Leute und willkommen zurück hier in Roma. Ja, wir wollten in diesem Video eine von Leonardos Kriegsmaschinen machen. Wir kümmern uns aber erst nochmal kurz um die Assassinen-Gilde. Verwalten die nochmal schnell. Aha, ah ja, schon Stufe 4. Okay, Assassinen. Wie gesagt, wir setzen erstmal alles nur auf die Rüstung, damit die etwas mehr Schaden aushalten können. Später gehen wir dann noch auf die gute Waffenstärke über. Erstmal ist, wie gesagt, meiner Meinung nach die Rüstung am stärksten. So. So, perfekt. Ihr seht das, uns fehlen nur noch drei Assassinen, haben wir die Gilde schon vollständig. So, Aufträge. In Paris haben wir einen neuen Auftrag. Informationen stehlen. Ja, kann er schon alleine machen. Florenz. Okay, das ist zu schwer. Die ebenfalls. Kalikut. Hier ist sicherlich auch noch was Interessantes für uns dabei. Und dann machen wir noch die Mission hier. Die müsste. Ja, genau. 94% ist auch in Ordnung. So. Ganz schnell irgendwelche Missionen ausgewählt. Großartig, was das für Missionen sind, kann uns ja auch relativ egal sein. Für uns ist ja im Nachhinein nur wichtig, dass die Assassinen halt die Erfahrung bekommen. So, schnell ein Pferd genommen. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Wo war nochmal die Kriegsmaschine von Leonardo? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Da ist ein und da oben. Ja, nehmen wir natürlich die hier. Passt ja perfekt. So. Übrigens, unkommentiert gelassen habe ich gerade, wie ich das Pferd genommen habe. Sah ein bisschen episch aus, oder? Naja. So. Knapp 450 Meter. Das sollte nicht allzu lange dauern. Wir reiten hier auch möglichst querfeldein. So. Soll man einen fliegenden Pferdwechsel machen? Ich finde, das ist richtig schön gemacht. Oder? Ich finde es richtig cool. So, wie kommen wir da rüber? Müssen wir übers Wasser gehen, oder? Danke, Mann. Wie gesagt, da gibt es einen Erfolg für, wenn man das, ich meine, fünfmal macht, kriegt man dafür auch einen Erfolg. Allerdings können die galoppieren, das können wir nicht. Das ist ein großer Nachteil, die sind also schneller als wir. Aber okay, den Erfolg machen wir irgendwann bei Zeiten mal. Muss jetzt ja nicht sein. So, hier ist auch eine Brücke. Also ziemlich unnötig, was war das denn jetzt für ein Hänger? Also ziemlich unnötig, da über den Fluss zu gehen. Muss mal gucken, dass ich den richtigen Weg wähle. So, springen wir hier mal ab. Es gibt wirklich bessere Wege, Aufmerksamkeit zu erhalten. Wo ist der Tunneleingang noch nicht restauriert? Nee, ist er nicht. Okay, machen wir dann natürlich. Usa wohl. Was rede ich denn da? Sage von hinten aus? Naja, nicht wirklich. Habe ich mich vertan. So, hier rüber. So, da ist schon Erinnerungsanfang. Okay. Sehr schön. Und los geht's. Kriegspläne. Den Tempel auf See eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Kennen wir schon. Vorsynchronisation, den Aufseher beim Angriff treten. Okay. Warum auch immer das Ezio gemacht hat. Hey.
plündern wir mal eben. Also ich finde das mit diesem vom Pferd runter catchen richtig cool gemacht. So, dann gehen wir mal kurz unser Adlerauge. Ja, wo ist er wohl? Oben ist er doch schon. Den auch sehr töten. Ja, jetzt müssen wir ihn aber auch dabei treten. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Heißt nämlich Klartext, wir müssen Faustkampf gegen ihn anwenden. Jo, geschafft. So. Okay. Besser hätte das nicht laufen können, oder? 100% synchronisiert. Wir haben den komplett mit der Faust ausgeschaltet. Lief doch richtig gut. So, dann plündern wir hier noch ein bisschen. Wir bräuchten nämlich mal ein paar Armbrustbolzen für jetzt die Kriegsmaschinenaufgabe. Der lebt noch. Töten kann man ihn nicht. Getötet haben wir den ja im Nachhinein gar nicht. Aber okay. Da ist das Spiel ein bisschen gnädig. Ach, was Pferd rufen? Wir nehmen uns hier von Pferd. Willkommen im Land der Schmerzen, Bastardo. So. Das sind nämlich doch noch knapp 300 Meter. Das ist eine ordentliche Weite. Na, rechts ab. Okay. Links wäre besser gewesen. Und Downjump. So, und dann verlassen wir mal wieder Rom. Okay. Hat ja gut geklappt. Ziemlich problemlos. Da will und kann ich mich gar nicht beschweren. Ah, okay. Marinekanone. Neapel. Sehr cool. Mit einer der coolsten Aufgaben von Leonardo, muss ich sagen. Warum genau, werdet ihr gleich selber sehen. Also, ich muss euch vornherein sagen, ihr werdet gleich eventuell merken, wer Revelations kennt. Es ist ein bisschen inspiriert von dieser Aufgabe, aber seht ihr gleich. Tickende Zeitbombe. Die Borgia haben anhand von Leonardos Entwürfen eine tödliche maritime Kriegsmaschine erschaffen. Sie muss zerstört werden, bevor Cesare die absolute Kontrolle über die Meere erlangt. Vor Synchronisation eines der drei Tore öffnen. Ja, Napoli, Neapel. Könnt ihr euch gerne durchlesen, sollte eigentlich bekannt sein. So. Mit Eduardo sprechen. Entdeckung führt zur Desynchronisation. Sag deinem Kameraden, dass nur Eduardo. Ja, Capitano. Er sieht sich den Mechanismus vom Boot aus an. Den packen wir uns mal. Okay, da haben wir Eduardo. So war es ein bisschen komisch von mir gemacht, aber so habe ich das bis jetzt immer gemacht. Einfach immer untertauchen, wenn wir gesehen werden. Klappt relativ gut, habt ihr ja gesehen. So. Und wir sprechen mit Eduardo. Gebt mir die Pläne. Ihr seid der Assassine, stimmt's? Ihr müsst Cesare stoppen. Ich helfe euch. Ich bringe euch zu ihnen. Grazie. Oh, ein kooperativer Architekt. Sehr schön. Eduardo zum Trockendock folgen. Ja. Haben wir eine Wahl? Geh zum päpstlichen Heer, sagte sie. Einfache Arbeit, guter Sold. Jetzt sieh mich an. Capitano di questa barca di merda.
Fluchen auf Italienisch. Okay, wir schwimmen hinterher. Ihr habt gesehen, Interaktion mit der Gondel führt zur Desynchronisation, sprich wir dürfen da nicht draufklettern. Rauchbomben haben wir noch nicht. Können wir uns auch bald mal zulegen. Genug Geld haben wir sowieso. 50.814 Florin. Halt! Moment. Der kommt nicht. Ich hab's mir schon gedacht, das war wieder so ein, ich sag mal, Bug, beziehungsweise, ja, ein Spielfehler, dass wir in dem Moment, in dem wir einfach gesehen werden, schon, dass die Wache dann das Sichtfeld schon rot läuft, als würden wir quasi, ja, wo wir untätig da im Wasser liegen. Okay, jetzt sind wir direkt hier oben drauf gespawnt. Das ist sehr schön, hier oben müssen wir nämlich hin. Jetzt sind wir hier über ihm direkt auf den Latten gespawnt. Lass mich in Ruhe. Ne, den müssen wir ausschalten. Mann! Läuft echt seit dem letzten paar Videos alles andere als gut, muss ich sagen. Aber okay. Bisschen Herausforderung muss ja sein. Ich dachte jetzt, man könnte das Stealthig oben langlaufen, aber war wohl nix. Machen wir das Ganze halt ein bisschen anders. Auch gut. Uiuiui. So geht's ja auch. So, das Tor für Eduardo öffnen, sehr schön. Haben wir die volle Synchronisation. Ein Tor für ihn öffnen. Sehr schön. Dadurch, wie gesagt, habe ich schon die volle Synchronisation erlangt. Ging halt einfach nur darum, schneller zu sein als er. Und das war jetzt nicht so das große Problem. Jö. Checkpoint sehr schön gesetzt. Unser Problem wird gleich sein, dass wir bald keine Armbrustbolzen mehr haben. Hört sich jetzt nicht so schlimm an, aber die sind für uns enorm wichtig. Okay, hier oben sind wir auf jeden Fall unsichtbar. Den müssen wir, glaube ich, mitnehmen. Den plündern wir am besten nochmal eben. Bitte zwei, drei Armbrustbolzen. Super. Wurfmesser. Die machen nicht so viel Schaden. Fail. Seht ihr? Seht ihr? Genau das meinte ich. Wurfmesser geht also auf jeden Fall schon mal nicht. Gut zu wissen. Hätte ja klappen können. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine Wache mit zwei Leben stirbt nicht instant durch... Okay. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier das eine Tor schon geöffnet haben. Nicht, dass es jetzt davor hier ist. Ah ne, ist es nicht. Okay, ich weiß, wo wir dran sind. Okay.
Wurfmesser, hau ab, ey. Nicht interessiert. So, wie kommen wir von hier aus denn jetzt höher? Hier rüber? Yo. Nein! Okay. So geht's auch. Perfekt. Vielleicht können wir das Tor hier auch noch öffnen. Wäre cool. Nee, können wir nicht. Okay. Wäre sowieso blöd gewesen. Der saß auf der Bank. Wäre relativ problematisch gewesen. Da weiß ich nicht, wie das Attentat ausgesehen hätte, wenn er auf der Bank sitzt. Wahrscheinlich so verbuggt, dass der auf den drauf gesprungen wäre. Daher gut, dass es jetzt so geregelt war. Geht das von hier aus? Jo. Okay. Nein! Mann! Was war das denn jetzt? Das gibt's doch nicht, oder? Schießt Ezio auf den Typen auf der Gondel und rechts neben dem steht ein... Ah, dazu sage ich gar nichts. Dankeschön, Spiel. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wirklich, ey.